Bobby, was ist mit dir? Du bist bewusstlos. Charlie. Mensch, Olli, jetzt steh da nicht so rum, tu doch irgendwas. Wo ist sie? Hat sie noch ein Puls? Sollten wir nicht einen Arzt rufen? Gott, Charlie, Gott sei Dank. Was ist das? Du bist plötzlich umgekippt. War wohl etwas viel. Olli. Hallo? Wir brauchen einen Rettungswagen ins No Limits. Sofort. Olli. Es tut mir leid. Es tut mir leid, Charlie. Glaubst du, das ist was Ernstes? Ich bin zu weit gegangen. Wie meinst du das? Olli, was ist passiert? Mann, ich bin doch nicht blöd. Ihr streitet euch, dann kippt Charlie um. Was ist passiert? Gehören Sie vielleicht zu Frau Schneider? Was ist mit Charlie? Geht's ihr gut? Sie wird noch untersucht. Haben Sie vielleicht Ihre Versichertenkarte? Ja, die ist bestimmt in Ihrem Portemonnaie. Moment. Können Sie vielleicht 5 Euro wechseln für den Automaten? Hier ist die Karte, bitte. Super, danke. Ich hole uns jetzt eine Cola. Danach will ich genau wissen, was passiert ist, okay? Hier. Okay, ich höre. Da gibt's nichts zu erzählen. Wir haben uns einfach gestritten. Ja, das war ja nicht zu übersehen. Aber warum? Mann, Olli. Ihr streitet euch, Charlie kippt einfach um. Was war los? Voss, guten Tag. Ich bin der behandelnde Arzt von Frau Schneider. Sie haben die Patientin hergebracht. Ja, Sabel, ich bin der Neffe. Wie geht's meiner Tante? Ich kann Sie vorerst beruhigen. Die ersten Untersuchungen geben keinen Anlass zur Sorge. Ja, aber man kippt doch nicht so einfach um. Das ist Frau Jakob, meine Schwester. Ah, vermutlich war es ein Schwächeanfall, nichts Schlimmes. Aber um ganz sicher zu gehen, müssen wir noch weitere Untersuchungen durchführen. Okay, wann können wir denn zu ihr? Einen kleinen Moment müssen Sie sich noch gedulden. Danke, Dr. Voss. Danke. So, ich muss jetzt ganz dringend ins No Limits zurück. Ja, aber der Doktor hat doch gesagt, wir können gleich zu ihr. Ja, aber da läuft heute die zweite Runde von dem Talentwettbewerb. Auch ohne das alles steht mir schon der Kopf bis oben hin voll. Hey, sag mal, der Laden kann doch mal 5 Minuten ohne dich auskommen. Ich muss wirklich dringend los. Langsam wirst du mir unheimlich, weißt du das? Ja, und was soll ich hier sagen, wann du kommst? Ja. Warum bist du immer noch nicht zurück? Sorry, du hast jeden Grund, sauer auf mich zu sein. Sauer? Das trifft sich mal annähernd. Du schmeißt ja alle Gäste raus, du machst einfach den Laden dicht. Und das, obwohl ja gleich der Talentwettbewerb stattfindet. Ich sollte dich auf der Stelle feuern. Es geht mir immer noch nicht gut. Nicht gut? Das ist alles? Ja, und wenn du mich jetzt feuern willst, dann tu es einfach. So leicht kommst du nicht raus aus der Nummer. Du hast heute frei. Also klär, was du klären hast. Danke. Danke, wofür? Wo warst du? Ich versuch seit Stunden nicht zu erreichen. Ja, mein Akku war mal wieder leer. Was ist mit dir los? Du bist ja total durch den Wind. Charlie, sie hat uns alle angelogen. Ute Berger. Ja, Bellas Mutter. Das ist nicht Bellas Mutter. Charlie ist Bellas Mutter. Was? Weißt du noch, als ich Charlie auf den Brief von Arno angesprochen habe? Ich hatte
von Anfang an so ein komisches Gefühl. Aber ich könnte mir einfach nicht vorstellen, dass ausgerechnet Charlie mich anlügt. Kannst du dir das vorstellen? Charlie mit meinem Vater? Ja, das ist echt krass. Jetzt wird mir auch klar, warum meine Mutter nichts von Bella wissen durfte. Charlie wollte einfach keinem was sagen. Weißt du, die wohnt mit ihrer eigenen Tochter in der Wohnung und lässt die lieber im Glauben, dass ihre Mutter tot ist. Naja, vielleicht hat sie ja einfach auf den richtigen Zeitpunkt gewartet. Den richtigen Zeitpunkt hat die sowas von verpasst. Ja, Olli, ein Kind mit dem Mann der Schwester. Also ich kann mir schon vorstellen, wie Charlie dazu mute war. Nimmst du sie gerade in Schutz? Nein. Ich meine nur, Charlie ist sonst grundehrlich. Vielleicht ging's einfach nicht anders. Wie kommst du darauf? Weil sie sonst nie ihr eigenes Kind weggegeben hätte. Es tut mir so leid. Alles. Weißt du was? Das glaube ich dir sogar. Aber es ändert nichts. Überhaupt nichts. Ich habe dir vertraut und du hast mich angelogen. Ich wollte niemanden verletzen und schon gar nicht Bella und dich. Was hast du aber? Wirst du es Bella sagen? Das ist nicht meine Aufgabe. Olli, du weißt, dass es nicht nur Schwarz und Weiß gibt. Ich habe dir doch gesagt, dass ich damals unendlich gelitten habe und das ist die Wahrheit. Ich erwarte ja nicht, dass du mir verzeihst. Dass du mir um ein Haar meinen Vater genommen hättest, das kann ich dir tatsächlich nicht so schnell verzeihen. Olli, das habe ich nie ernsthaft aber gewollt. Aber hier geht es nicht um mich. Hier geht es um Bella. Und darum, was du ihr antust. Mir die Entscheidung damals unheimlich schwer gemacht. Schade, ich rede nicht von der Vergangenheit. Ich rede von der Gegenwart. Warte besser nicht zu lange mit der Wahrheit. Denn ich werde nicht für dich lügen. Tschüss. Olli. Hey. Christian sagte schon, dass du noch ein paar Sachen vorbeigebracht hast. Deshalb habe ich noch was gegen Langeweile und Hunger mitgebracht. Ich wollte nur schnell nach ihr sehen. Wie geht's ihr? Sie schläft ja. Stimmt. Dann will ich sie nicht lange stören. Beeil dich mit dem Gesundwerden. Bella, ich muss los. Warte, ich komme mit. Was soll das? Das frage ich dich. In dem Zimmer da eben hat Charlie nur so getan, als ob sie schläft. Warum will sie nicht mit mir reden? Das kann ich dir nicht sagen, das musst du Charlie fragen. Du bist ein lausiger Lügner, Olli. Versuch's erst gar nicht. Mann, was ist passiert? Erst der Streit, jetzt diese heimliche Tuerei. Ich dreh noch komplett am Rad vor Sorge. Mann, du bist mein Bruder, jetzt lass mich doch hier nicht so hängen. Ich kann dir dazu nichts sagen, das musst du wirklich mit Charlie klären. Hat es mit dem Schwächeanfall zu tun? Ist sie ernsthaft krank? Nein. Was ist es dann? Olli, was sollte Charlie mir sagen? Sie ist doch sauer, dass ich ihre Kette kaputt gemacht habe, oder? Oh Gott, hätte ich mir doch denken können. Sie denkt, ich halte ihr Erbstück nicht in Ehren. Weißt du, mir ist auch mal eine Tasse von meiner Mutter runtergefallen. Und das hat mich tagelang beschäftigt. Es gibt einfach Dinge, die kann man nicht reparieren. Das hätte mir doch klar sein müssen. Bella! Bella, das hat nichts damit zu tun, dass du die Kette kaputt gemacht hast. Das hat doch nichts damit zu tun, dass du irgendwas falsch gemacht hast. Das musst du mir einfach glauben. Aber
Was ist es denn dann? Das kann ich dir einfach nicht sagen. Ich hab's Charlie versprochen. Mann, ich weiß, das muss total kompliziert und verrückt für dich klingen, aber... Bitte frag jetzt nicht nach und lass es stehen. Ich versteh's einfach nicht. Ich weiß. Charlie wird dir alles erklären, sobald sie soweit ist. Bis dahin, ich bin für dich da, das weißt du, oder? Hab ich dir schon mal gesagt, dass Geduld gar nicht meine Stärke ist? Willkommen in unserer Familie.